So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir waren heute einkaufen, brandaktuell am Dienstag. Die Folge kommt direkt heute Abend hoch im Kaufland. Das muss man immer nochmal dazu sagen. Da haben wir schon wieder eine neue Sorte von Maika Curry King entdeckt, beziehungsweise Pupsi. Steht auf jeden Fall drauf neu. Kenne ich nicht, habe ich noch nicht gehabt. Tropical Mango. Fruchtig, süße Mango-Tomaten-Soße. Was kennt ihr denn für besondere Sorten von Maika Curry King? Schreibt es mal in die Kommentare. Da gibt es ja immer mehr. Ständig durch Zufall läufst du vorbei, neu steht dran, nimmst du mit, testest du. Die mit dieser Cola-Curry-Soße, die fand ich ja besonders cool. Die hat mir eigentlich richtig gut geschmeckt. Da habe ich auch gleich noch ein paar Pack geholt. Das jetzt hier, Tropical Mango. Klingt erstmal schön fruchtig, kann aber auch der totale Reinfall sein. Für Thumbnail halten wir es mal kurz nochmal so rein. Da ist der Artischatz auch am Start und ansonsten, jo, alles komplett, wisst ihr ja, habt ihr hier diesen Aufkleber, wo ihr hier Currypulver dabei habt. Hier steht auch direkt schon drauf, Fruity Curry, fruchtiges Currypulver. Hier ist der Curry Spießer, den nehmen wir mal raus. Mit dem möchte ich nämlich jetzt auch die Löcher oben in die Packung reinstechen. Das mache ich nämlich immer so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann können wir mal den Spießer abschlecken. Merken irgendeine süßliche Tomatensoße, okay. Und für den Fall, dass es nicht scharf genug ist, habe ich natürlich auch wieder die Maddock 357 dabei aus 6 Millionen Scoville Pepper-Extrakt. Jetzt machen wir das aber mal kurz scharf, dann machen wir es auf und dann probieren wir das, wie das schmeckt. Curry King Tropical Mango. So, während die Currywurst in der Mikrowelle ist, möchte ich euch mal kurz zeigen, da liegt die Molly und chillt, da liegt der Adi-Schatz und chillt und da ist der Evil Juice Rauchaufsteller Nummer 1 und da ist der Evil Juice Rauchaufsteller Nummer 2. Das wäre bestimmt sinnvoller, wenn die hinter einem stehen würden für einen Blick fangen, dann würden die aber denken, wir machen in jedem Video Rauchwerbung. Wollen wir ja gar nicht. So, das war die Werbung, jetzt geht's weiter mit der Currywurst. So, die Currywurst ist fertig, die haben wir jetzt hier am Start, ziehen jetzt mal hier die Pappe ab, was natürlich keine Pappe ist, halt die Folie, die eingestochene, legen die auf den Tisch, dass durch die Löcher die ganze Currysoße jetzt auf den Tisch läuft, der ganze Tisch richtig verschmiert ist, so sieht die jetzt aus, also sieht halt aus wie normal, riecht sehr tropisch. Mein Gehirn würde mir jetzt sagen, guck mal, das riecht sogar noch Kokos. Oh mein Gott, aber vielleicht ist das irgendwas anderes. Ich weiß es nicht. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal das Pulver drauf. Wo ich mir denke, eigentlich müsste ja der Geschmack von der Soße kommen. Ja, der Geschmack kommt durch die Soße. Was ist jetzt das Besondere an dem Pulver? Vielleicht kann man von dem Pulver irgendwie mal eine kleine Ecke so probieren mit der Gabel. Jetzt hier das Pulver nehmen. Beim Pulver schmecke ich gar nichts. Wahrscheinlich war die Ecke einfach auch zu klein. Jetzt machen wir das hier ein bisschen rum, dass das schön vermischt ist. So, normalerweise esse ich da immer gerne noch eine Scheibe Toast dazu. Getoastetes Toastbrot, aber das für den Test muss jetzt so gehen. Tunkt mal schön hier rein in die Soße. Schmeckt auf jeden Fall fruchtig, ja, aber schmeckt irgendwie nicht scharf, also es ist auf jeden Fall kein bisschen scharf. Vielleicht soll es aber auch gar nicht scharf sein. Warum ist es dann trotzdem irgendwie Curry, Currywurst? Hätten sie eine tropische Mango-Wurst mit Mangosoße rausgebracht, das passt. Also wer mal eine leckere, fruchtige Fruchtsoße zu der Wurst haben möchte, der ist hier genau richtig. Finde ich geschmacklich nämlich top. Und die Wurst ist sowieso top, da kann man auch nichts sagen. Mir fehlt jetzt aber natürlich Schärfe, das heißt, ich werde noch zwei, drei Bissen so nehmen, dann hauen wir uns mal die Maddock-Soße dran und probieren das nochmal mit Maddock-Soße, dass wir noch einen ordentlichen Bums haben. So. Jonas randaliert. Mmh.
So, jetzt nehmen wir uns die Mad Dog Soße aus 6 Millionen Scoville und Pepper-Extrakt. Machen uns ein Tröpfchen hier drauf. Mal vorsichtig sein. Darfst du ja nicht überdosieren. Die ist halt wirklich brutal. Das ist die Silver Edition, ne? Wenn ihr Mad Dog kennt, gibt es ja sowieso die normale, dann die Silver Edition, die Gold Edition. Die normale gab es beim Zangl. Die silberne benutze ich jetzt schon seit 10 Jahren gefühlt, weil die halt einfach nicht leer wird. Die Gold Edition hat mir der Timo besorgt. Die steht noch im Schrank, die ist dann noch schärfer. Jetzt machen wir nochmal die Wurst rum, die Soße ein bisschen. Und der eine Tropfen müsste ausreichen, die ganze Schale so richtig brutal scharf zu machen. Gemischt mit diesem super Geschmack von dieser Mangosoße. Also wäre eine Currywurst, die ich nochmal kaufen würde, wäre eine Currywurst, die ich empfehlen kann für zwischendurch als kleinen Snack. Denn zum Schärfen hat man ja andere Hilfsmittel. Wer es nicht so scharf mag, greift da einfach mal zu. Kein Problem. Es gibt ja auch die extra scharfe Maika Curry King Wurst. Die, eher die fruchtige, für die Mama oder so, das Muttertier, die sagt bestimmt wieder, die möchte ich auch gerne mal probieren. Ich hätte, glaube ich, sogar noch mehr ranmachen können. Zwei Tropfen, drei Tropfen diesmal. Man härtet ja ab nach einer Zeit. Du merkst jetzt ein bisschen auf der Zunge. Das passt, aber das ist immer noch mega angenehm. Mega fruchtig, mit leichter Schärfe. Also richtig gute Kombination. So, wollt ihr die auch mal probieren? Habe ich, wie gesagt, im Kaufland heute gefunden. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Meine Empfehlung hat's.